Sonja, du bist hier auf Lanzarote zum Ironman, zum zweiten Mal nach 2004. Wie fühlt es sich an nach einer Saison mit Verletzungen und ja eher unbefriedigenden Ergebnissen, endlich wieder fit an der Startlinie eines Triathlons zu stehen? Ja, es ist total schön, dass es so gekommen ist und gelaufen ist. Ich hatte es ja nach der Pause, die unbedingt notwendig war, erstmal ganz offen gelassen. Ich habe gesagt, ich schaue, dass ich es wirklich clever und moderat angehe, den Wiederaufbau, und lass mir Zeit und sehe einfach, wie es läuft. Und wenn es gut läuft, dann mache ich einen Plan. Und ja, als ich dann im dritten Trainingslager war, hier auf Lanzarote im Hotel Costa Calero, und das so super lief, habe ich dann eigentlich schon sicher gewusst, dass wenn, dann jetzt dieser Ironman hier, dass ich wieder mitmache. Und jetzt bin ich da. Das ist natürlich total schön. Gab es zwischenzeitlich auch Zweifel bei dir, wieder völlig frei von Verletzungsproblemen zu werden? Ja, natürlich. Also es war sehr, sehr lang. Das letzte Jahr mit den Problemen, alles hat ja angefangen mit dem Sturz und dann diese Dysbalancen, die daraus hin resultiert waren. Erst die Hüfte, dann die Füße, und das war so hartnäckig und wirklich sehr, sehr schmerzhaft, dass ich schon immer wieder den Gedanken hatte, dass das nie wieder in meinem Leben schmerzfrei sein wird. Ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, der sowas hatte, dass man einfach irgendwann sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass die Schmerzen mal weg sind. Aber wenn sie dann weg sind, ist es sowas von irre toll, diese Freiheit, und man schätzt es wieder ganz anders, das machen zu dürfen und zu können, und hat dann wieder einen ganz anderen Elan. Das war also ganz eine interessante, schwierige und auch tolle Erfahrung. Da ist ja aber dann wieder die Gefahr, dass man gerade dann überzieht. Hast du das dann ganz bewusst darauf geachtet, jetzt nicht zu viel zu machen, sehr gut zu planen? Also es ist natürlich schwierig, weil man weiß, man hat ein bisschen einen Rückstand, weil man eine lange Pause hatte. Bloß ich wollte da deswegen gerade mir kein zu frühzeitiges Ziel setzen, um zu wissen, ich muss fit werden bis da und dahin, sondern habe es eben offen gelassen, damit es clever ist, damit es richtig ist und damit der Aufbau auch entsprechend langsam erfolgt. Und als ich dann gesehen habe, dass ich von den Werten her gar nicht so weit weg bin als in den Vorjahren, also ich wohl trotz der intensiven Pause sehr viel mitgenommen hatte, habe ich mich dann auch getraut, in den Werten zu trainieren, und das hat anscheinend recht gut funktioniert. Kannst du uns verraten, wie du es mit dem Laufen hältst, also hinsichtlich Länge und Häufigkeit der langen Läufe? Also ich bin dann relativ viel Umfang gelaufen, aber noch recht unintensiv, und dann habe ich versucht, ein paar Intensitäten mit einfließen zu lassen, und dann hatte ich zwischendrin auch Wochen, wo ich sogar mehr gelaufen bin als in den Vorjahren, was ich sehr, sehr gut verkraftet habe, eigentlich, weil ich es einfach testen wollte. Und insgesamt laufe ich ja erst wieder seit Mitte Januar, also so lang jetzt noch nicht seit dem Wiedereinstieg, und ich bin jetzt wirklich auch gespannt, wie sich das dann auswirkt und wie es dann am Samstag funktioniert. Aber ich habe schon einige längere Läufe gemacht und auch wieder Intensitäten. Du hast dich ja jetzt für besonders schweres Rennen entschieden hier auf Lanzarote. Was war da der Grund? Also der eine Grund ist, dass ich jedes andere Rennen zu früh gefunden hatte, und das jetzt gerade noch im richtigen Abstand, um eventuell dann weiterzumachen in der Saison und noch die Punkte sammeln zu können, weil ich ja jetzt mit 0 Punkten in die Saison gestartet bin. Und der andere, eher noch größere Grund ist, ich war 2004 hier. Das war ein totales Rookie-Rennen und ich habe es total super empfunden, trotzdem, dass es so schwer ist, einen ganzen tollen Tag gehabt, und seitdem möchte ich hier wieder herkommen. Und in der Zwischenzeit habe ich ja die Zusammenarbeit mit dem Hotel Costa Calero und bin unglaublich viele Wochen schon hier auf Lanzarote gewesen, auch mit unseren Trainingslagern, die wir hier Februar und März veranstalten. Ich kenne die Strecken in- und auswendig, das ist fast schon meine zweite Heimat hier, und mir war ganz klar, irgendwann will ich noch mal hier starten, und dass es jetzt heuer ist, das freut mich so irrsinnig, 10 Jahre genau nach damals, und es ist wirklich aufregend für mich.
Und vor welchem Streckenabschnitt, jetzt einfach von der Radstrecke, hast du besonderen Respekt? Nein, eigentlich vor gar keinem. Ich kenne die Strecke und ich weiß, sie ist hart. Es kommt natürlich ein bisschen auch auf den Wind drauf an, wie hart es dann tatsächlich wird. Aber letztendlich ist es ja für mich nur ein Vorteil, wenn die Radstrecke lang dauert und hart ist, weil ich dann meinen Schwimmrückstand, ist ja kein Geheimnis, aufholen kann. Und das kommt mir natürlich hier sehr entgegen. Was mich nur immer so ein bisschen gedanklich mitnimmt, ist, dass ich mir denke, wenn wir es hier im Training abfahren, fährst du es halt in 6,5, 7 Stunden und denkst du, wow, und im Rennen will ich dann eine Stunde, anderthalb schneller sein? Wie soll denn sowas gehen? Ja? Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie das dann ist, wenn man es wieder mal Vollgas fährt. Ein Blick auf deine Konkurrenz am Samstag. Wen hast du da besonders im Auge? Ja, es ist relativ stark besetzt, habe ich mich auch gewundert, aber ist umso besser. Es haben jetzt noch ein paar nachgemeldet, glaube ich, die in Südafrika kein gutes Rennen hatten oder nicht finishen konnten. Also ich denke mal, dass Michelle Westerby natürlich versucht mitzureden, dann Lucy Gossage aus meinem Team, Christine Möller, die letztes Jahr gewonnen hatte, klar, Natascha Bartmann ist vor Ort und die Corinne Abraham, die ja letztes Jahr so souverän in Melbourne gewonnen hatte. Bin ich auch gespannt, wie es ihr heuer geht. Die ist so ein bisschen Überraschungsgast und ich glaube, da hat es noch einige Namen, die auf der Liste stehen, wo ich gar nicht kenne. Insofern bin ich da auch gespannt. Und wie sollte dein Tag dann am Samstag aussehen, dass du am Ende zufrieden bist? Also allererstes möchte ich die Finishline erreichen. Nach diesen zwei DNFs vom letzten Jahr wäre es für mich wahnsinnig wichtig, das psychisch verarbeiten zu können, dass ich wieder ins Ziel komme. Und ich möchte fröhlich ins Ziel kommen und dann mit meiner Leistung zufrieden sein. Welche Platzierung das ist für mich jetzt erstmal zweitrangig. Ich möchte finden, dass ich mit dem Training, was ich jetzt hatte, ein gutes, solides Schwimmen absolviert habe, eine gute Radleistung absolviert habe und dass der Marathon dann auch noch gut klappt. Ich möchte einfach wieder zurückkommen, ich möchte das Rennerlebnis haben und möchte hier einfach auch diese Insel dann genießen während dem Rennen und will ankommen. Und dann bin ich, glaube ich, total happy. Hat man da überhaupt die Möglichkeit, wie im Rennen, wenn man jetzt da Mirador del Rio rauffährt, dass man da einen Blick riskiert und diese Aussicht genießt? Also ich schon. Ich werde es sicher machen. Ich bin da der Typ dazu, dass ich immer noch ein bisschen gucke und mir dadurch auch Energie hole, wenn man die schöne Landschaft dann noch wahrnimmt. Es ist im Rennen immer anders, als wenn man im Training rumfährt, aber nichtsdestotrotz baut mich sowas auf und gibt mir auch Schübe, dass ich sage, wow, schau mal, ist das nicht herrlich, ist das nicht ein Traum? Ich werd sicher einen Blick riskieren. Vielen Dank für das Interview und für Samstag viel Erfolg. Dankeschön.